Da ich unverschämt davon ausgehe, dass auch fachlich sehr interessierte Menschen, also mit Fachbegriffen interessierte Menschen, zusehen werden, habe ich mir einige dieser Begriffe erlaubt herauszusuchen. Es ist der Fachbegriff Psychogenese, der vielleicht sehr interessant für Sie sein kann. Die Psychogenese beschreibt die Disposition und psychischen Komponenten eines Defizits, eines Bildes. Wir haben dieses Ausdruck-Symptom-Cluster schon gehört. Immer noch befinden wir uns bei dem Symptomcluster ADHS. Also die Psychogenese ist eine Sache, die deshalb schon interessant ist, weil sie wahrscheinlich eine Frage beantwortet oder versucht zu beantworten, die auch mir in der Praxis sehr, sehr oft gestellt wird und mit Sicherheit auch den vielen Kinderärzten und niedergelassenen Psychologen, Psychotherapeuten, die mit diesem Symptom zu tun haben. Es ist die Frage, sagen Sie mal, ist das jetzt genetisch vererbt oder habe ich das verursacht? So viele Eltern fragen mich, sind wir denn schuld? Oder umgekehrt hören wir immer wieder, nein, wir können doch nicht schuld sein an solch einem Verhalten. Wiederum gibt es auch hier keine hundertprozentige Wahrheit. Versuchen wir aber, der naheliegenden Psychogenese ein wenig näher zu treten. Die Wissenschaft geht heute von dem Standpunkt aus, beziehungsweise von der Erkenntnis aus, dass ein sehr großer Anteil dieses Symptomenclusters ADHS genetisch prädisponiert ist. Man geht also von einer Prädisposition aus. Das bedeutet, irgendetwas in unseren Genen, heute forscht man auch nach Genschaltern, die also nicht ursächlich in der DNA, sondern in Umweltbedingungen oder besonderen Bedingungen verborgen sind, noch weiter, aber das ist noch lange nicht auserforscht. Aber diese Disposition liegt dem ADHS, so sagt der wissenschaftliche Stand heute, zu einem großen Anteil zugrunde. Und zwar geht man hier von einem guten Dreiviertel aus. Denken Sie also, 70-75% könnte der Anteil der genetischen Prädisposition sein. Aber er ist es nicht alleine. Es gibt auch einen besonderen Fakt, den die Wissenschaftler und Mediziner Vulnerabilität nennen. Und die Vulnerabilität, das ist etwas, ein Fachbegriff, der von Vulnerus, die Wunde, ist ein alter griechischer Begriff, herrührt und sagt die Verwundbarkeit oder Verletzlichkeit für ein bestimmtes Symptom. Und ich kann das vielleicht so umschreiben. Man geht davon aus, dass es wohl diese Disposition gibt, von der wir soeben gesprochen haben, dass es aber auch eine Verletzbarkeit gibt, dass dieses Symptom überhaupt sich entwickeln kann. Denken wir es genauso wie jemand, der verletzbarer ist, einen Schnupfen zu entwickeln, wenn die Pollen fliegen. Ein anderer kriegt so etwas nie, jemand, der dafür verletzbar ist, vielleicht 4 bis 5 Mal im Jahr. Also eine Verletzbarkeit, diese Dinge überhaupt auszuentwickeln, auszutransformieren. Und diese beiden Komponenten zusammen ergeben dann die Möglichkeit, so ein ADHS zu entwickeln. Und diese Möglichkeit, so sagt eben auch hier die Medizin, die Wissenschaft, sagt, müsste dann sich auch vor dem 6. Lebensjahr schon zeigen. Es ist mithin eines der Möglichkeiten, ADHS einzugrenzen. Wir werden dies dann bei meinem sogenannten Vierfach-Check auch noch mit in unsere Besprechung einbeziehen. Wie kann ich denn eingrenzen, ob ADHS tatsächlich in meinem Weiterdenken Platz finden darf oder soll ich von etwas anderem sprechen? Dass wir auch von anderen Dingen sprechen können, werde ich Ihnen gleich mit einem kleinen Schild zeigen. Also die beiden Faktoren mögen eine Vorbedingung sein für ADHS, aber nur dann könne man davon sprechen, wenn es vor dem 6. Lebensjahr schon zu den ersten Symptomen, von denen Sie hoffentlich auch schon gehört haben in einem meiner Videos, sprechen kann, zu gekommen ist. Diese beiden Dinge. Ich möchte aber gleichzeitig auch sagen, dass ADHS nicht immer vorliegen muss, auch wenn bestimmte Verhaltensschemata, bestimmte Verhaltensbilder damit in Zusammenhang stehen können. Und da gibt es eben noch einen dritten Faktor, mit dem ich Sie nicht auch hier noch als großes Tafel hier belasten wollte, aber ich erwähne ihn dennoch. Es ist die Sozialisierung. Und man kann auch davon sprechen, dass gewisse Verhaltensaspekte, bestimmte Komponenten, die auch zum ADHS-Verhalten passen, sehr wohl auch mit sozialisiert werden können oder gewesen sein könnten. Es gibt natürlich auch verstärkende Verhaltensbilder, über die wir auch noch sprechen können. Was kann also von
interagieren, getan werden, dass sich dies oder jenes mit diesem Symptom verstärkt oder abschwächt. Worauf ich aber besonders hinaus will, ist, dass es auch Verhaltensschemata gibt, die mit ADHS verbunden werden könnten, aber es eine Verwechslung ist. Es muss nicht ADHS sein. Es gibt auch andere Dinge, wie zum Beispiel ODD. Das ist ein Symptom, das zu wenig bekannt ist, vielleicht in dem einen oder anderen schulischen Kontext schon aufgetaucht sein mag. Viele Beratungslehrerinnen, Beratungslehrer kennen es oder Psychagogen in den Schulen wissen um dieses Symptom sehr wohl Bescheid. Aber dieses, es ist eine seltsame Abkürzung, hat mit Opponent Defense Disorder zu tun. Eigentlich gibt es für das gar kein deutsches Akronym. Und übersetzt heißt es nichts anderes als oppositionelles Trotzverhalten. Haben Sie das schon mal gehört? Vielleicht die eine oder andere Lehrkraft, der eine oder andere Lehrer wird das schon gehört haben. Das aber hat mit einer Prädisposition und einer Verletzbarkeit nichts zu tun. Das ist wirklich nur sozialisiert. Und ODD, dieses opponente Verhalten, dieses ständige Trotzverhalten, das sehr auch auffällig ist und dauernd auftritt, das aber tritt nicht vor dem 6. Lebensjahr auf. Da hat man festgestellt, ODD wäre etwas, das sollte man eher zuordnen in die Präpubertät. Da tritt so etwas als erstes, also so richtig zum ersten Mal zutage. Also da lässt sich die Verwechslung schon ein wenig eingrenzen. Aber geben tut es das auch. Nun, wir müssen aber noch von einer Sache ausgehen, die ich hier stehen habe. Ob Prädisposition oder Vulnerabilität, ob Sozialisierung oder Komponente, die das Ganze stärkt, verschwächt oder abschwächen kann. Ich würde Ihnen gerne etwas näher bringen. Und das ist auch nicht nur von meinem Beratungskontext, sondern auch als Elternteil, Lehrer und jemand, der selbst von ADHS betroffen ist. Würde ich Ihnen gerne die Möglichkeit, den Blickwinkel näher bringen, dass ADHS nicht unbedingt als Krankheit tituliert werden muss. Und wissen Sie, worauf ich da hinaus möchte? Sie werden vielleicht die Symptome gesehen haben, die damit zu tun haben. Unruhe, Zerstreutheit, Ablenkbarkeit, schlechtes Konzentrationsvermögen, all diese Dinge. Können Sie sich vorstellen, dass diese Wahrnehmungen eines Betroffenen nicht unbedingt nur Erfolgserlebnisse mit sich bringen? Nein, können Sie sich sogar vorstellen, dass Sie ganz im Gegenteil negative Erlebnisse sammeln, mehr und mehr werden lassen? Können Sie sich sicher als Fachleute doch vorstellen, dass das nicht gerade förderlich für den Selbstwert eines Betroffenen ist? Diese Dinge, die zueinander finden, fördern den Selbstwert eines ADHS-Erkrankten so wenig, dass ich das Wort erkrankt eigentlich nicht gerne in Verbindung mit diesem Symptomcluster höre. Wenn ich mir denke, dass Sie jetzt ein 6-, 8-, 9-jähriges Kind vor sich haben und sagen, du bist ADHS-krank, dann möchte ich Sie sogar auf diesen anderen Begriff, der vielleicht besser und wertfreier ist, einstimmen. Erlauben Sie mir das. Krankheit streichen, wenn Sie können oder wollen. Nehmen Sie bitte diesen Begriff und sagen ADHS betroffen. Es erleichtert, nimmt Druck heraus und ist, wie gesagt, wertfrei. Denn betroffen kann man auch von positiven Dingen sein. Man kann betroffen von Glück, von wunderbaren Ereignissen sein. Man kann betroffen sein von einem tollen Eindruck, von einem Sinnesreiz. Das macht mich betroffen, aber es kann auch schön sein. Und Betroffenheit, glaube ich, kann man dennoch sehr wertfrei sehen. Und ich möchte, dass Sie einfach auch diesen Kindern die Möglichkeit geben, wertfrei mit ihrem Symptomcluster umzugehen. Und sie sollen einfach das sein, was sie sind. Und da möchte ich wiederum mit einem Zitat enden, wenn Sie mir erlauben. Søren Kierkegaard sagt es, das Große ist nicht dies oder das zu sein, sondern man selbst zu sein. Dankeschön.